Das ist ein Fazit, Video, zu diesem Absauganlage. Die Absauganlage hier wird verschwinden und eine neue Absauganlage wird kommen. Das war auch übrigens ein Grund, warum die Drechselkurse jetzt so lange gedauert haben, bis sie jetzt endlich wieder stattfinden. Der erste Kurstermin steht nämlich, das ist der 13. Januar. Wenn der ausgebucht ist, werden die nächsten Kurstermine kommen. Das bedeutet, wenn jemand von euch an einem Kurs dran teilnehmen möchte und der Termin passt, dann gerne kommen. Und wenn ihr einen anderen Termin braucht, einfach mal fix eine E-Mail schreiben. Das ist immer sehr, sehr flexibel, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz soll es heute um die Absauganlage gehen. Und mit der habe ich jetzt über ein Jahr gearbeitet. Was war gut? Ich denke mal, dass man sich erstmal vorstellen kann, wie viel ich mit der Absauganlage hier abgesaugt habe. Rechnen wir jetzt einmal fix aus, wie viele Säcke ich in der Zeit mit der Maschine hier gefüllt habe. Das bedeutet, so einmal in der Woche waren eigentlich die beiden Säcke immer voll. Das sind ungefähr 0,2 Kubik pro Sack, also 0,4 Kubik insgesamt. Und jetzt rechnen wir einfach mal aus, wie viel das in 12 Monaten sind. Das bedeutet, 8 Tüten im Monat mal 12. Das sind 96 Tüten mal 0,33 Kubik. Eine Tüte passt fast ganz in den Spänebehälter rein. Das bedeutet, das sind 24 Kubikmeter Späne, die ich mit dieser Absauganlage hier abgesaugt habe. Das ist schon jede Menge. Die Maschine hat 400 Volt und hat 3 kW. Hat sie zu viel Leistung, hat sie zu wenig Leistung? Ich habe da immer einen ganz guten Vergleichswert, wenn ich mit der dicken Hobelmaschine was abgesaugt habe. Dann hat sich hier der Schlot, gerade bei Buchenholz oder bei Kirschholz, wenn man die volle Breite hobelt, dann hat er sich sehr, sehr oft verstopft. Und wenn immer ich dann die Maschine ausgemacht habe, den Trichter hier runtergenommen habe und dann einmal die ganzen Späne auf einen Schwall in die Rohrleitung gepackt habe, dann habe ich immer gesehen, wie einmal auf einen Schlag alle Späne in der Absauganlage angekommen sind. Und das hat die Maschine gepackt. Das bedeutet, hat die Maschine genug Leistung? Ja. Also die Maschine für ihre Größe, für ihre Leistung, was sie angibt, sind diese 3 kW ausreichend. Nur die Luftmenge generell, die diese Maschine hier halt eben fördert, ist trotzdem nicht groß genug gewesen, um hier diese dicken Hobelmaschine kontinuierlich und wirklich richtig gut absaugen zu können. Ich konnte im Prinzip hier bei der Hobelmaschine immer nur gleichzeitig in der Mitte was hobeln. Wenn ich jetzt sehr, sehr breite Stücke gehobelt habe und das kein Eichenholz war, Eichenholz lässt sich sehr, sehr fein zersparen, und das zum Beispiel Buchenholz war, dann waren die Späne sehr, sehr groß. So sieht es hier gerade aus und ihr könnt gut erkennen, hier hat sich immer Material abgelagert. Und jetzt schauen wir uns einmal die Späne an, die dann immer der Maschine oder der Absauganlage zum Verhängnis geworden sind. Das hier sind die Späne. Das hier müsste, ja, das ist Buchenholz, so wie ich es eben auch schon angesprochen habe. Und das Problem ist halt eben, wenn man große Teile hobelt, so mit zum Beispiel 2-3 mm Spanabnahme, dann waren oftmals die Späne wirklich so lang. Und wenn diese Späne dann hier in der Seite rausgeschmissen wurden, dann konnten die nicht eingesaugt werden, weil die Maschine, die Absauganlage dafür halt eben nicht genug Zug hat und halt das Ganze nicht gepackt hat. Die Maschine, so wie sie hier steht, kostet knapp 1000 Euro und das ist ein guter Preis. Vor allen Dingen sind die Filter da inklusive. Wenn ihr zum Beispiel mal bei eurer Absauganlage schaut und ihr schaut, was so ein Nachrüstsatz an einem Luftfilter kostet, dann kosten die oftmals 300, 400 Euro. Das ist nicht zu unterschätzen. Und bei der Maschine hier haben wir halt eben auch diese Abrundungsfunktion. Wenn ich zum Beispiel sehr viel mit dem Breitbandschleifer arbeite, dann entsteht sehr, sehr viel feiner Staub. Der wird durch diesen Abscheider, der hier drin ist, nicht so gut abgeworfen, unten in den Sack. Und da fliegt halt eben mehr oben in den Filter. Und wenn ich sehr, sehr viel mit dem Breitbandschleifer gearbeitet habe, da habe ich auch immer festgestellt, okay, langsam ist es mal wieder an der Zeit, dass ich hier die Filter abrüttel, und ich habe das meistens wie folgt gemacht. Immer in die gleiche Drehrichtung. Dann hat sich das Material hier unten auf dem Trichter abgelagert und dann habe ich diesen hier gemacht. Und dann ist das feine Material so ein bisschen weiter nach unten gefallen. Und das ist auch echt relativ viel. Das sollte man nicht unterschätzen, was hier an feinem Material wirklich anfällt. Die Spänetüten sind im Vergleich zu anderen Absauganlagen relativ groß. Das bedeutet, in normalen Absauganlagen würde ich mal sagen, wäre das hier so der maximal Füllstand. Und hier haben wir immer noch ein gutes Stück mehr Platz, sodass wir hier die Tüten nicht so oft wechseln müssen. Also da passt jede Menge Material rein. Und gerade wenn er viel feine Sägespäne dann hier drin sammelt, dann werden die auch schon relativ schnell sehr, sehr schwer. Was war nicht so gut? In großen Anführungszeichen, ganz wichtig, man kann die Absauganlage hier nicht mit irgendwas vergleichen, was es nicht gibt. Das bedeutet, hier der Spanner ist bei vielen Absauganlagen ähnlich. Hier ist es noch ganz gut gelöst, aber dennoch haben
glaube ich mal, all diese Absauganlagen ein ähnliches Problem. Wir haben hier eine kleine Lasche, oben drüber ist eine Dichtung. Hier was Cooles, wir haben hier die Klammern, da kann man die Tüte erstmal reindrücken und dann hält die Tüte erstmal. All diejenigen, die so eine Absauganlage haben und die diese Klammern hier nicht haben, die werden mal bestimmt zusagen und sagen, dass das echt scheiße gelöst ist, wenn man so ein Feature nicht hat. Was ist doof? Die leiern auch irgendwann mit der Zeit so ein bisschen aus, deswegen habe ich die Tüte oben schön immer doppelt oder dreifach genommen und habe die dann reingedrückt. Das Problem hier mit diesen Schnallen ist, dass die natürlich auch immer so ein bisschen gedehnt werden und ich habe hier diesen Bügel nie über beide drüber bekommen, deswegen habe ich den immer nur einseitig oben eingehangen. War auch nicht so das Riesenthema, hat auch okay funktioniert, aber ich hatte immer an einer Stelle, wo die Tüte nämlich sich dann überlappt, da hatte ich immer so einen kleinen Austritt an Feinstaub. Hier sieht man es ganz gut, die Tüte ist bündig außenrum und hier haben wir den ganzen Feinstaub. Und das war teilweise schon echt relativ viel. Ich hatte zu der damaligen Zeit keinen richtigen Elektriker und ich habe die komplette Anlage sowieso immer stromlos gemacht. Deswegen habe ich meine Einschaltautomat, ich zeige es euch gleich auch noch einmal fix. Das war so ein bisschen eine Special-Lösung. Lasst das Ding so nicht immer unter Volldampf, wenn er nicht in der Werkstatt sein stehen, weil im Prinzip habe ich diesen Notschalter, dass wenn der Strom ausfällt von der Absauganlage, den habe ich unterbrochen, weil ich mit einer Schraubzwinge auf den Einschalter gegangen bin. Ich will aber betonen, die komplette Schreinerei hier, die wird immer stromlos gemacht. Das bedeutet, auch im Moment ist das kein Problem, weil wenn ich hier rausgehe, ist die Sicherung aus und hier ist nichts strommäßig irgendwo drauf. Das bedeutet, wenn was passiert, dann bin ich vor Ort und dann kann man entsprechend agieren. Aber das hier war jetzt sowieso nur noch eine Übergangslösung und würde ich so nicht permanent irgendwo installieren. Ich zeige es euch einmal. Ihr seht hier eine kleine Schraubzwinge auf dem Einschalter, hinten mit einem Stück Holz. Und das bedeutet, die war im Prinzip Dauer eingeschaltet. Das hat gut funktioniert. Wie gesagt, ich hatte keinen Elektriker, um das irgendwie manierlich zu lösen. Das war eine Übergangslösung, die dann geblieben ist. Aber ich würde sowas nicht machen, wenn die dauerhaft dann am Strom angeklemmt wäre. Deswegen achtet darauf, dass ihr so einen Scheiß nicht macht, wenn die dann bei euch dauerhaft am Strom anklemmt. Hier in der Werkstatt habe ich auch diese Einschaltautomatik wieder wie eine richtige Einschaltautomatik angestöpselt. Das bedeutet, ich halte die Tischkreissäge an. Und die Absauganlage geht auch an. Das ist aber eh mit diesen Einschaltautomatiken, das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Weil diese Einschaltautomatik, die unten angeschlossen ist, die ist immer nur für ein 400-Volt-Gerät und für ein 230-Volt-Gerät. Ihr könntet euch da 3 Milliarden Verteilerstecker dran machen, aber das ist ja auch nicht so im Sinne des Erfinders. Deswegen finde ich diese ganze Einschaltautomatik, diese ganze Thematik, die ist irgendwie immer noch ein bisschen blöd. Wenn ihr das mit dieser Schraubzwinge auf dem Einschalter nicht nachmacht, das habe ich mich damals auch extra nicht gezeigt, weil ich wusste, dass ich das so erstmal nutzen werde. Jetzt wisst ihr, wie ich das bei mir gelöst habe. Macht das aber bitte nicht nach. Das ist echt nicht so das Geilste, wenn ihr da dann Dauerstrom drauf habt. Vor allem, wenn ihr dann über Nacht Strom auf der ganzen Werkstatt habt, dann ist das nicht so gut. Ich habe diese Einschaltautomatik so ein bisschen ausgetrickst, weil ich dann einfach mit solchen Fernschaltern, die waren in der alten Werkstatt überall super gut platziert. Jetzt habe ich nur noch hier an dem Breitband, weil ich den oft benutze, habe ich hier so einen Schalter liegen. Das bedeutet, hiermit konnte ich immer per Einschaltautomatik eine Lampe einschalten, die dann die Absauge eingeschaltet hat. Und dann konnte ich hier die Schiebe öffnen. Und habe im Prinzip so meine Absauganlage in der ganzen Werkstatt steuern können. Ist wie gesagt immer noch eine super geile Lösung, wenn man das Ganze einfach lösen möchte und nicht irgendwelche Kabel ziehen möchte, dann ist das hier immer noch eine, wie ich finde, echt tolle Lösung. Und das habe ich vorher so auch noch nicht gesehen, weil alles andere ist dann immer ein bisschen komplizierter. Und damit ist das cool umsetzbar. Ein Thema ist mir persönlich noch ganz wichtig und das ist auch so eine Überleitung, warum jetzt die neue Absauganlage hier in der Werkstatt steht. Das bedeutet, was haben wir hier? Wie ist so eine Absauganlage hier aufgebaut? Wir haben unten einen Radialventilator, wir haben Filter, ob es jetzt Lamellenfilter sind, ob es das jetzt so ein Beutel ist. Und wir haben hier unsere Spänetüte, wo unsere ganzen Späne drin landen. Wir können die Späne rausnehmen, können sie irgendwo hinkippen, in die Brikettpresse, in den Müll, wo auch immer. Nur das große Problem bei diesen Absauganlagen hier ist halt eben immer, es ist wirklich, da habe ich so oft die Tüten abends rausgenommen, weil ich da wirklich Panik vor hatte. Das große Problem ist halt eben, wenn ihr zum Beispiel Bohlen aufschneidet, wo Nägel drin sind, dann habt ihr natürlich Funken eingesaugt, wenn ihr diesen Nagel an der Kreissäge aufgeschnitten habt. Und das Problem bei diesen Geräten hier ist, dass wenn hier halt eben der Funke reinkommt und das Ganze anfängt zu glimmen, dann haben wir überall Frischluftzufuhr und das bedeutet, sowas kann halt über Nacht dann anfangen zu brennen. Ich hatte ein paar Mal den Fall, wo ich dann gemerkt habe, oh, da hat irgendwas vergammelt gerochen. Ich habe gewusst, da war jetzt ein Nagel im Schnitt drin. Dann habe ich meistens die Tüten genommen und habe sie rausgestellt, weil ich es festgestellt habe. Und ich bin da wirklich ein extrem vorsichtiger Typ Mensch. In der Werkstatt davor bei meinen Eltern im Garten ist hinten dran mal ein Haus abgebrannt und das war echt scheiße. Deswegen tue ich an alle appellieren, die so eine Maschine haben.
Merkt euch das, denkt immer an diesen Satz, wenn ihr was schneidet und ihr habt einen Funken reingesaugt, nehmt die Tütenstelze raus, wenn sie anfangen zu brennen, dass da nichts passieren kann. Ganz, ganz wichtig. Und das nächste ist, das habe ich jetzt mit dem Markus geklärt, das wusste ich nämlich nicht. Wisst ihr was, wir gehen es ein bisschen anders an. Das ist die neue Absauganlage. Wir messen jetzt einmal hier, wie viel Luftgeschwindigkeit wir an der Formatkreissäge haben. Das hier unten ist der Anschluss von meiner Formatkreissäge. Ich messe jetzt einmal, wie viel Meter pro Sekunde wir hier haben. Nicht so gut. Und das ist jetzt ein Thema, da habe ich mich erst vor kurzem mit dem Markus unterhalten. Der hat mir gesagt, dass man so um die 30 Meter pro Sekunde an der Formatkreissäge haben muss. Warum? Logischerweise erstmal, damit die ganzen Späne abgesaugt werden und damit man halt eben ein sauberes Bild hat, was so die Absaugen angeht. Das Problem ist, wenn man nicht 30 Meter pro Sekunde erreicht, dann kann es dazu führen, dass man halt eben Ablagerungen in der Rohrleitung hat. Das Problem ist jetzt, wenn man zum Beispiel einen Funken erzeugt, und das ist ja auch ein Thema, was wir gerade angesprochen haben, und der Funke lagert sich dann in so einen Bogen, wo der Staub nicht richtig abgesaugt wurde, weil die 30 Meter pro Sekunde nicht erreicht wurden, und der Funke dann dort so ein bisschen drin glimmt. Wenn man dann eine Stunde später die Absauganlage anmacht, dann geht das Ganze hoch wie so eine Esse und dann kann es zu einer Verpuffung gehen. Und das ist auch so eine Gefahr bei diesen Absauganlagen, weil halt eben da das Ganze nicht eingehaust ist. Da macht es einmal Puff und dann fliegen die ganzen Späne rum. Und was haben wir an Meter pro Sekunde an der Formatkreissäge? 13,3. Das ist viel zu wenig. Ich kann es euch mal sagen, das werde ich aber in dem Video zu dem Entstauber richtig machen. Ich habe einmal maximal 60 Meter pro Sekunde an dem Ausgang gemessen und das ist total krank. Also es sind schon wirklich zwei unterschiedliche Welten, aber wie gesagt, da gehe ich dann in dem Video drauf ein. Das bedeutet, die Absauganlage hat gut abgesaugt, aber nicht so viel, wie es tatsächlich gebraucht hätte, dass man alle Maschinen wirklich immer sauber abgesaugt hätte, und das habe ich dann jetzt wirklich auch immer in den letzten Werkstätten gemerkt. Die Maschinen werden gut abgesaugt, aber man hat immer noch richtig viel Rotz, der vorne rausfliegt, und das ist halt langfristig echt doof, vor allem wenn man mehrere Stunden in so einer Werkstatt hier drin steht. Thema Verrohrung. Was soll ich sagen? Die Rohre haben in der alten Werkstatt gehangen. Die Rohre habe ich in der alten Werkstatt aufgehangen, habe sie wieder umgehangen, habe sie jetzt hier wieder aufgebaut und werde sie hier auch bald wieder demontieren und anders verlegen. Was will ich damit sagen? Wenn ihr eine Absauganlage plant oder plant, eine Absauganlage euch zuzulegen, schaut unbedingt, dass ihr irgendwie Metallrohre benutzt. Ich habe wirklich in zwei Werkstätten habe ich schon sehr, sehr viel, was HT- oder KG-Rohrverrohrung angeht, umgesetzt. Und das ist scheiße. Was sind die negativen Punkte? Die Rohrleitung wird unglaublich dreckig, weil sich der feine Staub an den Rohren sammelt. Und dann sieht das irgendwann nach einem halben Jahr echt richtig schmutzig aus. Und der nächste Nachteil ist halt eben, dass ihr die Absperrschieber selber bauen müsst. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber das ist schon ein bisschen aufwendiger. Und vor allen Dingen halten die halt eben nicht so lange wie so, einfach wie so ein Blech. Absperrschieber, weil ich habe bei mir in der alten Werkstatt auch gesehen, ey, nach so 5-6 Jahren zerlegen die sich, dann geht das Silikon auseinander, die KG-Rohre halten nämlich so gut in den Absperrschiebern, und hier habe ich jetzt gemerkt, okay, ich kann die aufhängen, wenn die Dichtung mal irgendwie nicht mehr gut ist, dann kann ich auch eine neue Dichtung reindrücken, da gibt es extra Zubehörteile oder Zubehördichtungen, und ich kann die hier nutzen, bis ich in Rente gehe. Das bedeutet, diese Metallrohre hier, die hat man einmal gekauft und kann sie aber auch wirklich langfristig benutzen. Und wenn ich jetzt mal merke, wie da hinten zum Beispiel bei dem Breitbandschleifer, ich will den Breitbandschleifer ein bisschen bewegen, jetzt fehlt vielleicht ein halber Meter, dann kann ich einfach oben einen halben Meter dazu packen, kann das Ganze mit einer Sickeschelle festschieben und das Ganze hält. Es geht ja nicht darum, immer zu sagen, ey Philipp, du kriegst eh alles umsonst. Viel von der Absaugverrohrung habe ich auch selbst gekauft. Und habe viel, viel mehr gekauft, als ich gebraucht habe, weil ich gedacht habe, okay, ich kaufe einen ganzen Anhänger voll und habe dann gebrauchte Rohre gekauft. Kauft euch neue Rohre. Gerade so die Meterstücke, die sind nicht so teuer. Klar, das Teure ist ungefähr so diese Abzweige, die sind etwas teurer. Aber wenn man da einmal, ich habe dazu auch Videos gemacht, wenn man die sich ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass man gar nicht so viele Rohrbauteile braucht. Und genau, ich würde auch diese Metallverrohrung immer wieder als Lösung wählen, weil die einfach gut ist. Ihr könnt die Schläuche super auf die Rohren draufpacken, ihr könnt euch einen Adapter kaufen, ihr müsst sowieso einen Schlauchanschluss kaufen und seid da einfach flexibel. Und außerdem ist es so richtig, das darf man ja auch nicht vergessen, so eine Metallverrohrung kann geerdet werden, KG-Rohre können das nicht. Thema Tüten. Die habe ich immer benutzt. Ich hatte 10 Tüten mit der Maschine und von diesen 10 Tüten habe ich, glaube ich, noch 8 Stück oder 9. Wenn man da ein bisschen aufpasst, gehen sie nicht kaputt, weil die sind aus einem etwas stärkeren Kunststoff. Das bedeutet, die sind schon dafür gemacht, dass man sie öfters benutzen kann. Und irgendwann hat man natürlich mal ein Loch drin, das habe ich da mit Gaffer geflickt. Ich weiß, Gaffer ist nicht Luft.
dicht. Aber es reicht, um die Spänetüten abzudichten, weil im besten Fall hat man dann sowieso ein paar Späne produziert, dass über dieser Undichtigkeit dann nochmal Späne sind und es dann eh nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ich habe ja eben angesprochen, dass die Absauganlage für meine Verhältnisse einfach auch langsam zu schwach wird. Das sehe ich immer ganz gut an der Formatkreissäge. Da ist die Absaug- oder der Absaugstutzen am Sägeblatt ist sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir saugen dort ab, wo die ganzen Späne auch entstehen. Aber nichtsdestotrotz, obwohl die Maschine direkt an der Absauganlage steht, saugen wir nicht so gut ab, dass das Ganze wirklich sauber in der Maschine landet. Das bedeutet, ich habe hier wirklich jedes Mal so einen riesen Haufen an Spänen. Und das Problem ist halt eben nicht, dass hier jetzt die Späne liegen, sondern dass die sich wirklich in der ganzen Werkstatt verteilen. Und ich will es jetzt einmal hier in der Werkstatt richtig machen. Ich will einfach, dass die Werkstatt hier einfacher sauber zu halten ist, und da ist halt eben auch ein Bestandteil davon, dass die Maschinen vernünftig abgesaugt werden. Ein Punkt, den will ich auch direkt der Maschine zugute einwerfen. Ich kann mir vorstellen, dass die Filter mal demontiert werden müssten und dann richtig gereinigt werden müssten. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer die integrierte Reinigungsfunktion genutzt, habe sie nie ausgebaut, weil die wirklich sehr, sehr stramm auf der Absauganlage sitzen. Deswegen habe ich sie nie abgebaut. Ich schätze mal, dass die ganz am Anfang natürlich mehr Geschwindigkeit an der Formatkreissäge zum Beispiel erzeugt hat. Das große, große Problem ist halt auch, ich könnte die Absauganlage jetzt hier so einrichten, aber langfristig, und zwar wird das ja im Januar sein, werde ich wieder Kursteilnehmer bei mir haben. Wir drechseln hier, und wann immer man drechselt, wird man auch schleifen. Deswegen will ich einfach so die bestmöglichste Absaugung haben. Denn langsam merke ich auch ich, dass ich älter werde. Und da muss ich jetzt auch so ein bisschen schauen, dass ich nicht zu viel Staub einatme, damit ich das noch möglichst lange machen kann. Was kann man als Fazit sagen? Die Maschine hier ist definitiv nicht schlecht. Ich würde die Maschine auch immer wieder als Einsteigermaschine benutzen, wenn man mal ernsthaft mehrere Maschinen absaugen möchte. Wohl bemerkt immer eine Maschine einzeln, aber dafür relativ gut. Vor dieser Maschine habe ich ja eine kleinere Absauganlage benutzt. Und da habe ich schon gedacht, boah, die Absauganlage, das ist alles ganz okay. Klar, vorne fliegt ein bisschen Material raus, aber das ist schon okay. Dann ist diese Absauganlage hier gekommen und ich habe mir gedacht, boah, krass, die zieht alles weg. Hat es auch gemacht, weil ich noch keine Vergleiche hatte. Mit diesem Kanal hier will ich sowieso immer so alles, was um diese ganze Thematik Schreinerei geht, das will ich euch in einem Video zeigen. Und deswegen werde ich euch auch bald den neuen Entstauber zeigen, was im Prinzip die High-End-Lösung ist. Wohl bemerkt, von diesem Entstauber gibt es auch kleinere Varianten. Das bedeutet, wenn ihr im Holzwerken anfängt oder wenn ihr schon länger im Holzwerken anfängt, da müsst ihr euch immer so überlegen, okay, wie lange will ich das machen? Will ich erst mit so einer Maschine anfangen, damit ich jetzt erstmal so ein bisschen das Problem verkleinern kann? Und dann halt eben langfristig irgendwann mir einen großen Entstauber zulege, beziehungsweise einen kleinen großen Entstauber. Weil wie gesagt, die großen Entstauber, die gibt es auch in einer Nummer kleiner. Die sind dann eigentlich von der Größe vergleichbar schon fast mit so einer. Deswegen ist das immer so die Frage, was man für sich haben will. So genau wie ich es jetzt die letzten Jahre gemacht habe, würde ich es wieder machen. Immer Stückchen für Stückchen. Eine Absauganlage, die gut ist. Eine Rohrverleitung, die ich immer wieder benutzen kann. Und irgendwann geht es halt immer so weiter. Das bedeutet, das ist so das Fazit zu der Maschine. In der alten Werkstatt hat es okay funktioniert. Aber jetzt, wenn man es einmal richtig machen möchte, ist er halt einfach definitiv zu klein. Also steht jetzt hier, weil es noch ein Provisorium ist. Aber ich will einfach die Luft sauber hier in der Werkstatt haben. Und deswegen wird sie bald nicht mehr benutzt. Nimm ihr hier drin, vielleicht wird sie bald nur noch an die Pendelsäge angeschlossen, dann ist auf jeden Fall stark genug. So Leute, hier seht ihr den neuen Entstauber, dazu wird es bald ein Video geben. Was mir wichtig ist, abschließend zu diesem Thema zu sagen, ist, dass man diesen Entstauber aber auch wirklich nicht mit dieser Absauganlage vergleichen kann, weil das Wirkungsprinzip etwas anders ist. Die funktioniert einfach anders, hat darüber hinaus auch noch andere Funktionen. Das sieht man schon allein an der Klappe hier, weil da ist ein ganzer Schaltschrank hinten drin. Abonniert gerne den Kanal. Das soll das Video zu der Absauganlage gewesen sein. Die wird bald angeschlossen und da freue ich mich schon drauf. Ich habe es schon ein paar Mal laufen lassen. Das ist komplett krank. Also es ist wirklich komplett krank. Ich glaube, wenn man da das Ganze einem an den Kopf hält, ich glaube, die wird einem die Augen rausziehen. Aber mehr dazu gibt es im nächsten Video.